Also wir sind in der Dortmunder Nordstadt. Das ist das Horrorhochhaus. Das, was wir eingerüstet haben, das soll abgebrochen werden. Das Horrorhochhaus. Wir wollten das unbedingt machen, weil das wahrscheinlich das höchste Gebäude im Moment ist, was in Dortmund eingerüstet ist oder auch seit langem eingerüstet wurde. Und deswegen hatten wir da ein Augenmerk drauf gelegt, dass wir das bekommen. Die Herausforderung an dem Gebäude ist, dass es außerhalb der Regelausführung ist und wir deswegen eine Statik dabei haben. Die Verankerungstechnik ist besonders. Wir mussten V-Anker setzen wegen dem Hintermauerwerk, dass wir da durchkommen. Ja, und die größte Herausforderung war die Logistik, weil wir das innerhalb von 4 Wochen fertig haben mussten und an dem Kunden übergeben. Das Gebäude wird sukzessive zurückgebaut. Es werden Minibagger mit einem Kran aufs Dach gehoben. Die Etagen drunter werden durchgestützt. Dann fangen die an, das Haus langsam abzubrechen. Und sobald die Etage weg ist, bauen wir das Gerüst immer 2 Lagen tiefer, dass der immer einen Schutz hat und vor herabfallenden Brettern oder Steine, die runterfallen, dass wir da immer den Schutz gewährleisten. Und normalerweise wird das Haus eigentlich mit dem Bagger abgerissen, aber 10 Meter nebenan sind bewohnter Raum. Deswegen kann man nicht den großen Bagger das abbrechen, sondern man musste das einrüsten, um wirklich Etage für Etage abzureißen und den Schutt abzutransportieren.